Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute darf ich ein weiteres Interview machen mit einem Herrn, der nicht nur Arzt ist, er hat auch Biologie und Chemie studiert, hat den Master of Art, also ein Mensch, der wirklich ganzheitlich die Sache anschaut, einen Menschen anschaut, die Natur betrachtet. Seine Lösungswege sind ganz anders als manchmal einfach, wenn man es nur so isoliert betrachtet. Und deshalb ist es mir eine große Freude, den Autor Peter Emmerich wieder willkommen zu heißen. Hallo Peter. Hallo Alexander, schön, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Ehre, wirklich. Und sag mal eigentlich, wie viele Bücher hast du geschrieben? 10 Stück bisher. 10. Das 11. ist schon in der Pipeline. Wow. Und über das sind die ganzen Migräne. Naturheilkundlichen Schätze sind da. Da sind die für den Laien aufbereitet drin. Genau, es können Kollegen lesen, aber auch vor allem der Laie, weil er findet da sehr viele Tipps aus dem Alltag. Fallverläufe und manch einer findet sich da drin wieder. Und dann ruft mich jemand aus Hamburg an und sagt, Menschenskinder, Herr Emmerich, da gibt es spannende Sachen, kann ich das anwenden? Natürlich können Sie es anwenden. Kein Patient hat mich angerufen, darf ich jetzt einen Roschbraten mit Kartoffelsalat essen, oder? Das macht der Patient, ohne dass er es will. Und so kann er Säfte anwenden, so kann er Schüsselersalze anwenden, so kann er Physiotherapie machen, er kann sich in der Natur bewegen, er kann Fahrrad fahren, er kann ja alles tun. Alles Dinge, die ihm für seinen Organismus positiv Und wenn er mit naturerkundlichen Sachen arbeitet, kann er auch kaum Schaden zuwirken. Eigentlich in der Regel ist es eine Regulationstherapie. Ja, eine Ordnungstherapie. Eine Ordnungstherapie. Und wenn man das noch mit einer guten Ernährung ergänzt, wie mit guten Ölen zum Beispiel, ja, die Omega-3-Fettsäuren sind ja sehr, sehr wichtig, weil sie eine entzündungshemmende Wirkung haben, im Gegensatz zu den Omega-6-Fettsäuren, die die Entzündung anfachen. Die brauchen wir auch. Wenn wir uns verletzen, müssen die Omega-6-Fettsäuren dafür sorgen, dass hier die Entzündung abheilt. Aber dann brauchen wir die Omega-3-Fettsäuren. Und gute Öle wie Leinöl, Leindotteröl ist ganz, ganz wichtig, Olivenöl, Kokosnussöl. Hanföl. Aber man sollte die Distelöl und die Sonnenblumenöl, obwohl es ja so gelobt wird durch den Vitamin-E-Anteil, eher meiden, weil sie doch hohe Anteile von Omega-6-Fettsäuren haben. Ja, ab 130 zu 1. Ja, Omega. So ist es. Ja, ist ein bisschen, aber Vitamin E ist drin. Sehr gut. Toll, toll. Ja. Also, lass uns ins heutige Thema reinsteigen, und zwar, was ich immer wieder, immer mehr hier höre, sind, dass Menschen Probleme haben mit den Augen. Ja. Von Makuladegeneration zu grauer Star und grüner Star. Ich habe das Gefühl, es explodiert. Lass uns mal über den grauen Star reden. Was ist der graue Star und warum passiert das? Fangen wir erstmal an, was ist das Auge? Das Auge ist eigentlich ausgestülptes Gehirn, also Nervengewebe. Der graue Star ist eine Ablagerung auf unserer Linse. Da lagern sich Dinge ab, die verschleiern das Ganze, und deswegen kann der Patient schlechter sehen. Ist das eine Verschlackung? Das ist eigentlich eine Verschlackung, salopp betrachtet. Und die Ultima Ratio ist letztendlich beim Patient, dass er zum Augenarzt geht und der sagt, oh, Sie haben einen beginnenden Star. Jetzt müssen wir so lange warten, bis der reif ist, dann operieren wir sie. Und da sind manche Patienten nicht zufrieden mit dieser Aussage und fragen mich dann, Menschenskinder, Sie sind ja mein Hausarzt, mein Allgemeinmediziner, was kann ich denn da tun? Gibt es eine andere Möglichkeit, rechtzeitig vielleicht auf die Bremse zu drücken, damit dieser Prozess der Ablagerung auf der Linse gestoppt werden kann oder im besten Fall sogar umgedreht? Darf ich mal raten? Also ich habe es immer versucht, den Leuten den Omega-3 mit EPA und DHA-Anteil. Ja, sehr gut. Ja, Omega sind ganz, ganz wichtig, weil die die ganze Problematik verbessern. Das heißt also, wir haben diesen Ablagerungsprozess, sind ja auch oxidative Prozesse und diese Öle haben ja antioxidative Eigenschaften. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Also gesunde Ernährung, auch gute Öle benutzen, nicht erhitzen, sondern über den Salat geben und einmal vielleicht auch, wie die Franzosen es machen, so mit dem Brot abends aufstippen, so ein Esslöffel Öl mit bisschen Brot. Wer es nicht direkt so trinken möchte, man kann es auch so trinken, ja. Aber es gibt aber auch die Kombination mit Fischöl, ja, aus dem Dorsch beispielsweise, sehr gut. Pflanze und Fischöl in Kombination gibt es ja auch verschiedene Hersteller, wo hier deutlich dazu beiträgt, dass am Auge dieser Prozess gestoppt werden kann. Mhm. So, kurz erklärt, grüner Star ist eine Erhöhung des Innendrucks im Auge. Läuft jetzt dieses Kammerwasser nicht ab, weil der Schlemmsche Kanal verstopft ist? Oder haben wir zu viel Produktion an Kammerwasser? Beides könnte zu einem grünen Star führen. Sehr schwer zu behandeln, aber auch hier eine Möglichkeit. Und das andere ist ja die Stelle des schärfsten Sehens am Auge, die Makula. Und hier haben wir auch Durchblutungsprobleme. Und dadurch haben wir dort Ablagerungen in dieser Stelle, sodass der Patient schlechter sieht.
Gerade ältere Menschen haben ja die trockene oder die feuchte Makula, sind eigentlich nur Differenzierungen, die man wahrnehmen kann, aber unterm Strich sind es Durchblutungsstörungen am Auge. Wie kommt es zu diesen Durchblutungsstörungen am Auge? Genau, die Durchblutungsstörung gibt es ja nicht nur am Auge. Nur am Auge fällt es dem Patient auf, weil seine Sehkraft reduziert ist. Das ist auch überall. Ja? Das ist überall, das ist genauso am Bein, es ist genauso am Herz, es ist genauso an den Gefäßen, die die Arme versorgen. Das heißt also, diese Durchblutung fällt dort nicht auf. Dann ist es eine Fehlernährung wahrscheinlich, es oder? Es ist eine Mangelernährung. Also eine Fehlnahrung, also eine Fehlernährung insoweit, dass man sagt, die Bausteine, die notwendig sind, werden oftmals im Darm nicht richtig aufgenommen. Der Darm ist ja das Zentrum unseres Lebens. Das heißt also, Hippokrates sagt ja schon, der ja vor 2.500 Jahren auf Kos lebte, der Tod sitzt im Darm. Plakativ, aber auf den Punkt gebracht. Da wurde ich mal abgemahnt mit diesem Satz. Oh, warum? Wie schön. Ja, weil darf man nicht mehr sagen, anscheinend. Aber den Hippokrates dürfen wir nicht mehr erwähnen. Nein, okay. Das ist nicht egal. Das ist egal für uns. Aber wie gesagt, Hippokrates sagt aber auch ein anderer Satz, vielleicht werden wir jetzt nicht abgemahnt, eure Heilmittel sind eure Nahrungsmittel und eure Nahrungsmittel sind eure Heilmittel. Ja. So, das ist eigentlich kluges Wissen, denn wenn Sie Ihr Auto nehmen, zu Hause, Sie haben ein Auto, das läuft mit Benzin. Und kippen da nur Diesel rein oder Schweröl, wird dieser Motor nicht mehr gut laufen. Kippen Sie eines Tages nur Wasser rein, dann wird dieses Fahrzeug stehen bleiben. Das ist uns offenkundig, das weiß jeder, das spüren wir. Aber in unserem Organismus, egal ob wir Fastfood essen, ob wir mit Mikrowelle alles zubereiten, wo die Vitamine zerstört werden, was ja nachgewiesenermaßen ist, die Mineralien bleiben ja bestehen, aber die Vitamine gehen flöten. Und die Vitamine sind ja neben den Enzymen ganz, ganz wichtig für unser Erhalt des Lebens. Die Vis vitalis, die Lebenskraft, sagt auch Hippokrates, gibt es in der modernen Medizin weniger, nämlich gar nicht, weil man es ja nicht messen kann. Und alles, was man nicht wägen kann, sagt ja schon der Faust, ja, daran kann man ja nicht glauben. Aber nichtsdestotrotz weiß jeder, zwischen einem toten Menschen und einem lebendigen gibt es einen Unterschied. Nämlich, er atmet, Blut zirkuliert und so weiter. Das heißt also, diese Lebenskraft muss vorhanden sein. So, und um diese Lebenskraft zu erhalten, müssen wir uns ernähren. Außer wir sind Yogi, der kann das mental. Aber da sind wir, glaube ich, weit entfernt von dieser Kraft, mental es umzusetzen. Nichtsdestotrotz muss unsere Nahrung vom Dünndarm aufgenommen werden. Nicht nur die Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, sondern vornehmlich die Vitamine und die Spurenelemente. Mhm. Und vor allem die sekundären Pflanzenstoffe. Das ist eine riesengroße Gruppe, wo man heute erforscht hat. Und wir wissen heute, dass diese sekundären Pflanzenstoffe sehr, sehr wichtig sind, damit überhaupt die Mineralien und die Vitamine in die Zelle gelangen. Und genau in der Zelle läuft ja der Stoffwechsel ab. So, jetzt haben wir das Problem, wir haben die Astronauten in den 70er Jahren in den Weltraum geschossen und die wurden alle krank. Man hat überlegt, warum? Wir haben ausgerechnet, so viel Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße brauchen die, so viel Vitamine, so viel Mineralien brauchen die, Spurenelemente. Aber was man ihnen nicht mitgegeben hat, waren die sekundären Pflanzenstoffe. Und heute wissen wir, dass die aus der Natur ja gegeben sind und wir mit der Nahrung diese aufnehmen. Was kriegt heute ein Herr Gerst, der da monatelang im Weltraum rumturnt? Der bekommt gefrühert getrocknetes Obst und Gemüse mit. Da sind die sekundären Pflanzenstoffe drin. Und damit kann der sich Wochen und Monate lang im Weltraum an einem gesunden Leben fit halten. Das heißt also, er hat keine Defizite und hat keine Schäden. Spannend. Also das aus der Weltraumforschung eigentlich übertragen auf den Alltag. Mhm. Und immer mehr Menschen kaufen sich ja Salat, schon gewaschen, im Supermarkt. In Plastiktüten eingepackt. Jede Hausfrau weiß ja, wenn ich einen Salat wasche und den anmache, fällt der zusammen. Ne? Da kriegt man ja meistens eine Verwarnung. Schuss vor den Bug, wenn man zu spät heimkommt und der Salat ist schon zusammengefallen. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wie ist denn dieser Salat bearbeitet, dass der tagelang in einer Plastiktüte eingeschweißt im Supermarkt darauf wartet, gekauft zu werden. Also wenn ich mir eine Plastiktüte über den Kopf ziehen würde für eine Stunde, wird nicht viel übrig bleiben. Da brauchen wir gar nicht so lang. Also ich meine, der Salat müsste ja tot sein, oder? Der Salat ist alles andere. Er sieht aus wie ein Salat, aber er hat mit einem gesunden, natürlichen Salat nichts mehr zu tun. Aber das wird gegessen, weil er sieht ja aus wie ein Salat und man möchte den Salat, man möchte ihn nicht lang waschen. Und ja, das sind alles diese bequeme Dinge. Und wenn wir dann natürlich noch schauen, was ist denn in der Nahrung, die wir fertig in der Konserve kaufen, als Konservierungsstoffe drin. Die ganzen E's, da wird man sie jedes Mal schwindelig. Aber darf ich noch mal zurück zu diesem heißen, zu diesem Salatthema? Das ist unglaublich wichtig. Ja. Wir kaufen uns den Salat, der ist eingepackt in der Folie. Ja.
Da ist nichts mehr Gescheites, Gesundes drin. Nee, es ist nur noch die Hülle. Tatsächlich. Die Hülle eines Salats. Aber weißt du, wir meinen es so gut und kaufen uns diesen Salat und es ist wirklich für die Füchse. Ja, die wollen es auch nicht. Die wollen es auch nicht. Das heißt also, das Interessante ist ja, dass wir darauf Wert legen müssen, was ist das, was wir essen, welche Qualität und vor allem, wo kommt es her? Mhm. Wenn ich einen Demeter-Bauer besuche, dann sehe ich, da ist der Boden noch voller Mineralien. Mhm. Das ist noch das drinnen, was ja die Pflanze benötigt, um die Bausteine, vor allem die sekundären Pflanzenstoffe, herzustellen, die ich dann wieder für meinen Lebenserhalt benötige. Mhm. Wenn ich den konventionellen Anbau anschaue, dann sind die Mineralien immer weniger. Ja, wir haben einen Verlust von Selen beispielsweise in Deutschland von über 70% in den letzten 20 Jahren. Also der Selengehalt von der Nordsee, Ostsee runter nach Bayern ist gewaltig. Allein weil dieses im Boden fehlt, dann kann natürlich die Pflanze auch kein Selen aufnehmen. Logisch. Ist ja logisch. Und Selen brauchen wir wieder, um die Zelle zu entgiften. Ich erzähle das ganz, ganz wichtig, weil das ist notwendig für unser Auge. Wir haben ja das Thema Auge, Starrerkrankung, Ablagerung am Auge, Ablagerung an den Gefäßen, überall im Organismus. Und Selen braucht unser Körper für ein Enzym, ja, das entgiftet. Und dieses Enzym kann sozusagen wieder einen regulativen Effekt initiieren. Fehlt aber Selen, dann läuft dieser enzymatische Prozess nicht ab und dadurch haben wir einen chronifizierenden Prozess, der den Patienten chronisch krank macht. Aber wie, woher kriege ich jetzt ein gutes Selen? Selen gibt es zum Beispiel in der Paranuss, aber auch in der Kokosnuss oder in Sesam, ja, aber auch im Fleisch. Interessanterweise im Fleisch, weil es eine Futtermittelverordnung gibt für Rindviecher, damit die genügend Fruchtbarkeit haben, wurde schon in den 80er Jahren erkannt, brauchen die Selen, für das die Spermien produziert werden. Also hat man dort Selen hinzugegeben, aber wir haben keine Futtermittelverordnung für die Europäer in Deutschland. Also wir müssen die Rindviecherverordnung für uns nehmen. So ist es, richtig. Und das ist das Interessante. Also da ist der Fleischesser tatsächlich im Vorteil. Ja, diese Selen ist also sehr wichtig. Und wenn der Selengehalt im Körper runterfährt, dann haben wir häufig eine Schilddrüsenentzündung bei den Frauen und bei dem Mann ein Problem der Prostata. Beides sind Drüsen. Und dieses Drüsengewebe ist sehr wichtig, dass es hier genügend Selen existiert in der Nahrung. Also achten Sie drauf. Ich sage, 3 Paranüsse am Tag aus dem Bioanbau entspricht ungefähr 200 Mikrogramm Selen und damit halten Sie sich gesund. Aber darauf achten, wo stammt dieses Paranuss her? Und dann zusammen mit dem Omega-3, EPA, DHA, Omega-3, ganz, ganz wichtig. Und jetzt setze ich gerade... Da hast du noch den Darm angesprochen. Den Darm. Und wenn wir dort Fäulnis- und Gärprozesse haben, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Denn durch Fäulnis- und Gärprozesse entstehen so viele giftige Substanzen, die ja der Organismus wieder entgiften muss. Er muss sie ausleiten. Jetzt haben wir eine totale, nämlich Darm, und die hat eine Verbindung der Darm mit der Leber. Das nennt man die Pfortader. Mhm. Und wenn die Darmzellwände nicht dicht sind, sondern geöffnet wie ein Schweizer Käse, dann kommen diese Gift- und Fäulnisprozesse über diese Pfortader zur Leber. Die Leber sagt, was soll ich denn noch alles entgiften und wieder neutralisieren und rausschaffen? Und dann ist die Leber überlastet und dann wird der Mensch müde. Sprich, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und wie viele Zeitgenossen sind müde? Nach 8 Stunden Schlaf sind sie müde. Nicht nur die Schüler, das mittlere Alter oder der Senior. Alle sind müde, weil die Leber überlastet ist. Machen Sie Leberwickel. Nehmen Sie Bitterstoffe. Das hat Hildegard von Bingen schon vor 1000 Jahren gesagt. Bitterstoffe sind die wichtigste, um die Bauchspeicheldrüse und die Leber anzuregen, damit die Fäulnis- und Gärprozesse im Darm minimiert werden. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch wieder die optimale Chance, die Nahrung, so wie wir sie zu uns nehmen, aufzunehmen, sodass sie jeder Körperzelle zur Verfügung gestellt wird. Und wenn die Leber wieder ihren Job gut machen kann, dann habe ich auch weniger Ablagerungen beim Auge. Und so ist es. Der Chinese sagt, die Leber öffnet sich am Auge, die Niere öffnet sich am Ohr. Wenn ich also eine Schwäche am Auge habe, muss ich nach chinesischer Philosophie die Leber stärken, habe ich Hörstörung oder eine Hörminderung oder Altershörschwierigkeiten, dann sollte man die Nieren stärken.
spannende Sache, was die Chinesen vor mehreren tausend Jahren schon niedergeschrieben haben, was wir heute im Alltag bestätigt bekommen. Ja, es ist unglaublich. Kannst du mir noch etwas sagen zur Niere stärken? Wie macht man die? Also die Nierenstärkung ist ganz einfach. Da haben wir drei Säfte, nämlich Zinnkrautsaft, die Petersilie und die Brennnessel. Als Bestes in Saftform. Warum? Die frische Pflanze wird nur ausgepresst, in Flaschen abgefüllt. Und dann kann man sie über den Tag anwenden, ob Frühling, Herbst, Winter. Wir können aber auch in die Natur rausgehen und diese Heilpflanzensäfte sammeln, die Heilpflanzen sammeln und selber auspressen. Aber da ist unser Problem, wir können die Säfte nur 2-3 Tage aufbewahren, weil andere Substanzen können wir nicht neutralisieren, sodass ein Abbauprozess in der Flasche stattfindet. Also da müssen wir alle 3-4 Tage wieder frisch auspressen. Und die Form, wie wir sie in der Apotheke, im Reformhaus oder im Naturkostladen kaufen, die hält ungefähr 2 Wochen, wenn wir sie nach Öffnen kühl stellen. Ja, aber sind alle Produkte aus dem Reformlader dann zu empfehlen von diesen Säften? Also die Säfte können wir alle sinnvoll anwenden, weil es ist geballte Pflanzenkraft in der Flasche gespeichert, auf den Menschen übertragen. Ja, also es ist eine wunderbare Sache, denn ohne Alkohol, ohne Konservierungsstoffe, man kann es Kindern geben, man kann es Erwachsenen geben, man kann auch denen die geben, die schon mal eine Entzündungskur durch Alkohol vielleicht, dürfen die ja keinen Alkohol mehr zu sich nehmen. Und dann freuen die sich, wenn wir hier ein Produkt haben ohne Alkohol, ohne Konservierungsstoffe. Also in Bioqualität in jedem Reformhaus, Apotheke oder Naturkostladen zu erwerben. Jetzt hast du vorhin auch noch den Darm nochmals angesprochen. Ja. Da fehlt mir noch irgendetwas. Was kann ich denn Gutes tun eigentlich für den Darm? Der Salat haben wir jetzt festgestellt, eher weniger. Genau. Sprossen habe ich immer gesagt. Ja, die Sprossen sind sehr fein, aber Ballaststoffe. Der Darm braucht Ballaststoffe, damit der Stuhl rasch durchtransportiert wird. Die Menschen, die ballaststoffarm sich ernähren, blöder Begriff, Ballaststoffe, es belastet mich ja. Nein, falsch, ich brauche es als Quellsubstanz, damit diese Stuhlmasse, also erst Speisebrei und am Schluss nennt man es ja Stuhl, dass es hinten rauskommt, dass es rasch durch den Darm hindurchtritt. Nehmen wir ein Baby. Baby hat jedes Mal, wenn ich es fütter, die Windel voll. Das ist gesund. 5-6 Mal am Tag. Der Erwachsene hat vielleicht einmal, wenn es hochkommt, 2-mal Stuhlgang und der kranke Patient hat einmal die Woche. Und es gibt genügend Ärzte, die dann sagen, reicht. Er vergiftet 6 Tage lang, 6x24 Stunden. Irrsinn, das muss man sich mal klar machen. Dieser Körper kann nicht entgiften, der kann diese Stoffwechsel-Endprodukte, die raus müssen, nicht ausscheiden. Und dann lagert sich das ein und es zeigt sich beispielsweise am Auge an diesem Problem, nämlich der Ablagerung des Katarakts, also dieser Linsentrübung. So, und was können wir jetzt tun? Neben gesunder Ernährung, neben Enzyme, ja, das Rechtsregulat wäre beispielsweise eines, wo man kaufen kann. Man kann aber auch sehr viel Papaya, Mango, Ananas essen, was ja natürlich Enzyme beinhaltet. Ja, kommen meines Erachtens 4 homöopathische Mittel in Frage. Das erste ist das Schüsslersalz Nummer 1, Calciumfloratum in der D12. Morgens eine Tablette. Das macht man 14 Tage lang und dann wechselt man auf Magnesiumfloratum D6. Magnesium, das ist ja die Transporteinheit für den Sauerstoff in die Zelle. Ohne Magnesium würden wir ja auch nicht leben können. Ja, Magnesium ist wichtig für den Zellstoffwechsel. Das Magnesiumfloratum D6, 14 Tage lang eine Tablette morgens. Dann kommt Magnesiumfloratum D12, eine Tablette morgens für 14 Tage. Und dann fällt das letzte Mittel Magnesiumcarbonicum D8. So, und diese Kur hat mich nicht entwickelt, sondern ein Augenarzt namens Waterloo in Bonn. Und er konnte 1000 Leute, die an einem grauen Star erkrankt waren, von der Operation bewahren. So. Ich kann es bestätigen, es funktioniert auch in der Praxis. Und das ist jetzt wirklich das superschöne Schlusszitat gewesen. Wirklich, wenn man solche Hoffnungen haben darf, aus dieser Kaskade rauszukommen über einen naturerkundlichen Weg, dann ist es einfach nur genial. Lass mich noch eine Frage stellen, und zwar, wenn der Zuschauer, eine Zuschauer jetzt gerade dir so an den Lippen klebt, wie ich auch, und über diese Schätze der Natur noch viel, viel mehr erfahren will, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo du empfehlen kannst, wo sich die Zuschauerinnen und Zuschauer tummeln könnten? Ja, da können die einfach meine Plattform anschauen, das ist www.peter-emrich.de und da finden sie Hinweise zu meinen Büchern, sie finden Hinweise zu Ärzten, die man kontaktieren kann, zum Beispiel
auch zu Heilpraktikern, zu Osteopathen, also alle, die in der Naturheilkunde wichtig sind, auch Zahnärzte, ja, weil auch ein Zahnarzt hat eine große Bedeutung für die Gesunderhaltung des Patienten, vor allem wenn man an den Bewegungsapparat denken. Absolut. Ja, Halswirbelsäule, Kiefergelenk, all diese Dinge, die wir haben, Bruxismus, das Knirschen, ja, die Leute stehen innerlich unter Hochspannung, aber manchmal sind es auch nervale Verschaltungen, die gestört sind, aber das wäre auch ein Thema, wo wir mal gesondert besprechen können. Ja, ich habe genügend Potenzial mit dir zusammen hier sitzen zu dürfen. Diese graue Star ist ja auch in einem Buch abgebildet oder erklärt? Also ich habe dieses in dem Buch Antlitzdiagnostik, eine Einführung in die Schüsslersalze abgehandelt. Das kriegen Sie in jeder Buchhandlung, in der Schweiz, Österreich oder in Deutschland. Das ist jetzt in der 11. Auflage erschienen, im Jungehand Verlag. Also klein verständlich beschrieben und noch viele weitere Tipps, 20 Fallbeispiele aus der Praxis heraus, wo doch der Laie Dinge erfährt, die er sonst nicht beim Arzt gesagt bekommt. Lieber Peter, großartig. Ich danke dir ganz herzlich für diese wunderbare Sendung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, wie mir das Herz aufgeht, wenn ein Arzt hier sitzt, der auch noch Chemie und Biologie studiert hat und einfach über die Naturheilkunde so viel weiß, dann ist das wirklich der richtige Mann, um Ihnen zu Hause einfach wertvolle Tipps geben zu dürfen, was wir über die Naturheilkunde alles machen können, um unseren Organismus zu stärken. Und heute haben wir es gehört, über den grauen Star hinweg, diese ganzen Zusammenhänge bis zum Darm, bis zur Leber, bis zur Niere, was wir da alles berücksichtigen müssen, aber auch können, um hier einen guten Weg hinzukriegen, aus dieser Kaskade rauszukommen. Also, nochmals, danke herzlich. Du bleibst hier, wir müssen weitermachen und Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.